Und dieses Paradox ist eben ein Indiz dafür, dass wir die Mobilitätswende, die so viel jetzt diskutiert worden ist, eher als eine Verhaltenswende thematisieren als eine sozusagen Technologiewende oder eine Verkehrsmitteloptimierung oder was auch immer. Und bei Verhaltenswenden, das wissen wir von Ernährungsumstellung, und das ist neben der Mobilitätsumstellung die zweithärteste, die sozusagen einfach Rituale morgens beim Gepäck, bei der Frisur, bei allem ändert, wenn wir das Verkehrsmittel ändern. Und deswegen kommen wir genau zu dieser Beobachtung, die du machst, ne? Wir reden dauernd, aber irgendwie passiert gar nicht so viel. Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Alle Zeichen stehen auf grün. Viele Unternehmen stehen gerade jetzt vor großen Entscheidungen und Weichenstellungen für ihre nachhaltige Zukunft. Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann gelingen, wenn soziale, ökologische und ökonomische Belange in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Transform to Green ist der Nachhaltigkeitspodcast für EntscheiderInnen und grüne PionierInnen in Unternehmen. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür holen wir ExpertInnen vor das Mikrofon, die für sich und ihre Unternehmen bereits Lösungen gefunden haben. Individuelle Mobilität ist ein Grundbedürfnis und betrifft jeden Einzelnen tagtäglich aufs Neue. Oft jedoch problembehaftet. Stichwort Treibstofferhöhung, Stichwort Erdöl, Stichwort Stau, Stichwort Abgase und die damit verbundene Umweltverschmutzung. Gerade in den vergangenen Jahren ist viel Bewegung in die Diskussion rund um öffentlichen Nahverkehr, letzte Meile, E-Autos, Bahnhöfe, Sharing-Möglichkeiten und so weiter gekommen. Was viele bei der Diskussion jedoch vergessen, ist, dass es weniger darum geht, welches Verkehrsmittel wir benutzen sollen, vielmehr geht es darum, Mobilität zu vermeiden, vor allem sinnlose Mobilität. Dennoch braucht es ein kollaborativ entwickeltes Verkehrs- und Mobilitätskonzept, also ein gemeinsam, ganzheitlich, nachhaltig und sinnvoll gedachtes Konzept. Davon ist auch unser heutiger Interviewgast Professor Stefan A. Jansen überzeugt. Er ist Professor für urbane Innovation, Geschäftsführer der Gesellschaft für urbane Mobilität Bicicli und der Mobilitätsberatung Mond. Und er hat wirklich viel zu sagen. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts Transform to Green. Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist. Schön, dass wir wieder miteinander plaudern dürfen. Freue mich auch, liebe Elisabeth, dich an diesem April-Donnerstag gut gelaunt zu erleben, obwohl, wenn ich das richtig sehe, du nicht zur Arbeit gerade bist heute, oder? Nein, tatsächlich nicht, weil ich Interviews immer im Homeoffice mache. Es ist genau. Doch ruhiger. Ja, ich weiß. Also wir erleben das so, dass in den Homeoffice-Zeiten zum Teil Menschen den Weg zur Arbeit simuliert haben. Sind einfach trotzdem morgens losgefahren, aber gleich wieder zurück ins Homeoffice. Und das wäre aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive auch zu empfehlen. Also ich nehme sozusagen unser Gespräch so wahr, dass du heute nur gearbeitet hast und noch nicht die Freude der Anreise hattest. Ist bei mir übrigens genauso. Leider, muss ich da jetzt dazu sagen, leider. Aber ich durfte zumindest schon mit dem Hund gehen. Das ist schon eine gewisse Form der Bewegung, die auf jeden Fall gut tut. Aber vielleicht für unsere ZuhörerInnen da draußen, wir teilen, also Stefan Jansen und ich teilen die gleiche Leidenschaft, nämlich fürs Radfahren. Es ist ein gemeinsames Thema, das wir hier teilen. Ich darf dich wieder begrüßen, weil du bist ja quasi Wiederholungstäter. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen, vor knapp 2 Jahren miteinander zu plaudern. Und damals ging es eigentlich um die digitale Transformation. Und heute unterhalten wir uns über ein eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes bewegendes Thema. Es geht um das Deckmäntelchen Mobilität. Und ich glaube, es gibt viel zu tun und viel zu reden und bereden, was Mobilität betrifft. Ich mache mir immer ein wenig Gedanken, es wird sehr viel darüber gesprochen, es tut sich sehr viel, wie können wir Mobilität gestalten, wie kann man Mobilität auch klimaneutral zum Beispiel gestalten. Ich habe das Gefühl, es wird sehr, sehr viel geredet, aber es tut sich noch zu wenig. Wie siehst du das? Ja, also Elisabeth, das ist
Tatsächlich natürlich eine große Einstiegsfrage, die auch wichtig ist, weil ja, wir in den Debatten ja auch sowohl in der Forschung als auch in den unternehmerischen Geschäftsmodellen als in den politischen Aktivitäten, insbesondere natürlich auch kommunalpolitischen Aktivitäten eigentlich dauernd darüber gesprochen wird. Und ob das jetzt mit Corona, Kriegen oder Klima zu tun hat, immer ist sozusagen der Verkehr irgendwie verkehrt. Also irgendwie stimmt da was nicht. Und die Einsicht sozusagen, die man so im Autoradio hat, wenn man im Stau steht, ist, man steht nicht im Stau, man ist der Stau. Und dieses Moment kommt so ein bisschen mit dieser Einsicht daher, eigentlich wäre man so gerne anders. Nämlich man würde sich gesund bewegen, selbst bewegen, nicht mehr im Auto im Stau sitzen, sich nicht über die anderen schlechten Autofahrerinnen ärgern, sondern ja einfach anders sein. Nur man kommt eben so schlecht dazu und so selten. Und dieses Paradox ist eben ein Indiz dafür, dass wir die Mobilitätswende, die so viel jetzt diskutiert worden ist, eher als eine Verhaltenswende thematisieren als eine sozusagen Technologiewende oder eine Verkehrsmitteloptimierung oder was auch immer. Und bei Verhaltenswenden, das wissen wir von der Ernährungsumstellung, und das ist neben der Mobilitätsumstellung die zweithärteste, die sozusagen einfach Rituale morgens beim Gepäck, bei der Frisur, bei allem ändert, wenn wir das Verkehrsmittel ändern. Und deswegen kommen wir genau zu dieser Beobachtung, die du machst, ne? Wir reden dauernd, aber irgendwie passiert gar nicht so viel. Vielleicht noch kurz zu meiner Person, damit sozusagen auch die Zuhörerinnen sozusagen so eine Ahnung haben, aus welcher, also unter welchem Helm, oder welche Helme ich eigentlich aufhabe. Ich bin mit meinem Lehrstuhl sozusagen in Karlsruhe gestartet mit der zivilgesellschaftlichen Fragestellung, auch wie Städte mit zivilgesellschaftlicher und auch philanthropischer Arbeit sich sozusagen entwickeln können. Habe jetzt eine Stiftungsprofessur an der Universität der Künste in Berlin für urbane Innovation. Das, was mich selber sehr reizt, also wann ist die Stadt sozusagen eigentlich der Innovationstreiber? Das ist nicht Smart Cities, das sind auch nicht alle Hoffnungen, die aus Kalifornien oder Asien kommen, sondern es ist tatsächlich eine europäische Idee der Stadtentwicklung. Und da geht es eben um Themen der Mobilität, aber auch um Gesundheitsthemen und eben Digitalisierungsthemen. Und das ist so ein bisschen mein Bildungs- und Forschungshintergrund. Ich bin selbst in der Politikberatung und auch Unternehmensberatung viel im Bereich der Mobilität, Klimaschutz sozusagen in den letzten Jahren aktiv. Und mein dritter Helm ist tatsächlich ein ehrlicher Helm. Wir haben 2016 die Gesellschaft für urbane Mobilität, Bicicli, gegründet. Und der Name vermutet schon sozusagen eine italienische Feier des Zweirades. Und haben jetzt seit 2 Jahren Mond Mobility New Designs als Mobilitätsberatung ausgegründet und machen genau das, nämlich die Frage, wie Arbeitgeber, wie Wohnungsbaugesellschaften, wie Flughäfen, Quartiere, die Menschen dahin bewegen, sich so zu bewegen, wie es eigentlich besser wäre und wie sie es eigentlich auch haben wollen würden. Nur sie kommen halt so selten dazu. Und uns geht es jetzt im Wesentlichen darum, sowohl in der Beratung als auch in der Forschung, als eben auch in den konkreten Mobilitätskonzepten, die Menschen sozusagen wieder in Selbstbewegung zu versetzen. Und dafür haben wir ein kleines Buch geschrieben mit meiner Kollegin, Mitgründerin Martha Barnard. Das erscheint im Juni im Hansa Verlag. Und behandelt einfach diese Frage, wie wir unsere Mobilität für gesunde und klimaneutrale Städte neu erfinden können, weil wir müssen nicht schreiben wollen, weil es immer so deutsch ist dann. Ne? Aber das Können ist eben tatsächlich das, worum es geht. Wir können das nämlich. Genau, also danke erstmal für deine Vorstellung. Hast du mir gleich Arbeit abgenommen? Das ist immer gut. Das ist das eine. Das andere, ja, genau, das neue Buch von dir hat einen durchaus spannenden Titel, nämlich, also ich empfinde es fast schon als Imperativ, bewegt euch selber. Ich glaube, es ist sogar noch mit Ausrufezeichen. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen dieses, du hast ja auch, wie ich jetzt aus dem Vorgespräch weiß, Kinder. Und wenn man Kindern Erziehungshinweise gibt, dann gibt es häufig diesen Gegenspruch selber. Und der war irgendwie für den Titel dann sozusagen so ein bisschen, ne, und diese bewegt euch Imperativlogik ist eben tatsächlich mehrdeutig. Also ja klar, wir müssen uns mehr bewegen. Das hat 500.000 Gründe. Die Weltgesundheitsorganisation hat nur einen, einfach gesund bleiben. Aber es gibt noch viele andere Gründe, warum uns. Und das andere ist aber, es geht ja auch um eine geistige Beweglichkeit. Es geht darum, dass wir soziale Bewegungen auslösen und dass die vielen Städte, die weltweit wirklich, wirklich tolle Beispiele liefern dafür, wie man Städte entwickeln kann,
sind soziale Bewegungen gewesen. Für die Zuhörerinnen im Hintergrund, mein Referent ist etwas unzufrieden. Ich glaube, er möchte gerne Rad fahren, aber es ist ein Kater, der nicht Rad fahren kann, ganz selber. Wahrscheinlich möchte er sich einfach bewegen. Genau. Und Tiere können das. Und wenn Tiere wissen, sie müssen sich bewegen, dann das müssen Hundebesitzer erst recht. Die machen das sehr deutlich. Katzen machen Yoga und alles. Und wir als Menschen haben das leider verlernt. Und das müssen wir wieder zurückgewinnen. Du hast eingangs auch Mobilitätskonzepte angesprochen. Wie sehen denn deiner Meinung nach, du beschäftigst dich ja tagtäglich mit diesen Themen, wie sehen denn deiner Meinung nach innovative Mobilitätskonzepte aus? Jetzt vielleicht klammern wir mal das Klimaneutral aus, weil das ist dann nochmal ein extra Thema, würde ich sagen. Ja, wir haben das in dem Buch mit einem Kapitel gewürdigt, der das Verkehrsübungsplatz heißt. Ich weiß gar nicht, ob es das in Österreich auch gibt. Das sind so Sonderzonen, in denen man als Jugendlicher und auch als Kind sozusagen Radfahren lernen kann und einfach Verkehrserziehung quasi hat. Die Flächen werden immer weniger in Deutschland, weil es eben einfach viel Baum ist, den man auch irgendwie mit Wohnungen besiedeln könnte. Aber das ist trotzdem eigentlich eine ganz gute Idee gewesen mit dem Verkehrsübungsplatz. Und da gibt es natürlich tatsächlich sehr, sehr viele Treiber, die diese neuen urbanen Mobilitätskonzepte und auch Geschäftsmodelle treiben. Wir haben das mal zusammengefasst als ein sogenanntes Suitcase-Modell, also wie ein Aktenkoffer als Akronym. Und das ist Sustainability als ein natürlich sehr starker Treiber. Und dieser Treiber ist jetzt in Deutschland verrechtlicht durch das Verfassungsgericht, dass wir eben die Klimaschutzpolitik auf die nächste Generation verrechtlicht auch wirklich einhalten müssen. Das ist neu, das wünsche ich Österreich auch, weil es eben politisch kaum machbar ist. Und wir haben aber eben auch auf der EU-Ebene das Programm Fit for 55 und viele andere Themen. Es gibt Luftreinhaltepläne, die in die Nachhaltigkeit hineinlaufen, in der eben insbesondere der fossile Individualverkehr massiv unter Druck gerät. Und die Trendprognose, die wir da ganz klar haben, ist also ein Sustainability-Thema. Das wird so nachhaltig, dass man am besten lieber jetzt doch anfangen sollte, daran zu arbeiten. Das Zweite ist Urbanisierung. Natürlich gab es nach Corona sozusagen die Idee, naja, es gibt doch eine Stadtflucht aufs Land und wir wollen alle ganz im Grünen leben und so weiter. Das wird so nicht stattfinden, sollte auch nicht stattfinden. Dafür gibt es viele, viele Klima, sozusagen schützende Gründe, dass wir keine Neubesiedlung im ländlichen Raum ermöglichen sollten. Hat aber eben natürlich dann tatsächlich die Frage der Verlagerungswirkungen. Und auch die Stadt wird stärker als Regulierer auftreten, wird selber Flotten betreiben von Mobilitätsangeboten über ihre kommunalen Heimbetriebe und. Also Urbanisierung bleibt ein Megatrend weltweit. Wir werden in 2050 etwa knapp 70% der Weltbevölkerung haben in Städten. Der Anteil der Menschen, die mittlerweile in Städten über 1 Million Einwohner, wächst rasant. Und das darf man in Europa nicht ganz übersehen, dass das in anderen Regionen noch viel, viel krasser ist. Dann kommt sozusagen diesem Suitcase-Modell das IT-Thema, eines der großen Fantasiethemen. Wir wünschen uns, also insbesondere kleine Jungs, seit den 30er Jahren schon fliegende Autos und in den 50er und 60er Jahren war jeder Science-Fiction voll davon und mittlerweile haben wir immer noch keine und das hat auch gute Gründe. Aber da kommen viele Themen dazu, Plattformökonomie, der Mobilität, Mobility as a Service, Mobilitätsdaten, die Frage, wie Stadtentwicklung durch Mobilitätsdaten neu strukturiert werden kann. Aber es sind eben auch Legitimitätsfragen drin, also soll Google Maps einfach auch die europäischen Verkehre lenken. Da gibt es Überlegungen, das vielleicht nicht notwendigerweise zuzulassen, weil eben Google Maps noch andere Interessen hat als Klimaschutz und effiziente Verkehre zu strukturieren. Also da müssen wir uns was einfallen lassen, wer ein legitimer Akteur auch ist in solchen Mobility, Data Clouds und so weiter, da haben wir viel zu gearbeitet. Ja, und dann kommen eben auch so Fragen, wie eben diese Digitalisierung, diese IT-Situation sozusagen zu dem beiträgt, was wir Connectivity nennen, also sozusagen das C in dem Case. Und Connectivity sind im Wesentlichen intermodale Intelligenzen. Also intermodal heißt, die Verkehrsmittel wechselnd. Das können Österreicher wie auch Deutsche ganz schwer. Wir haben so A zu B-Verkehre und Kleinfrosch. Zu wenig Rad gefahren, dann ist er nämlich meistens weg, weil man schon einen Autofahrer angeschrieben hat. Ein kleiner Spaß, wir machen keine intermodalen Konflikte, aber die Situation ist tatsächlich die, dass diese Logik, und da gibt es die ersten App-Anwendungen auch, wenn man sieht, wie schnell, effizient man zwischen öffentlichem Nahverkehr und Radmobilität und Fußverkehr wechseln kann. Da sind Autofahrer Menschen, die man sich als sehr, sehr gemütliche und zeithabende Menschen vorstellen muss. Also ich kann es mir nicht leisten, ich habe beruflich noch so viel zu tun. Deswegen kann ich leider das Auto nicht nehmen, weil es einfach wahnsinnig langsam ist. Die Parkplatzzugverkehre haben
Deutschland mittlerweile in den Metropolen 30% des Gesamtverkehrs. Etwa 12 bis 14 Minuten braucht man, bis man sein Auto legal irgendwo abstellen kann. Daran arbeiten natürlich Kommunen auch, dass das so nicht mehr möglich sein wird, es legal abzustellen. Also ich hake da ganz kurz mal ein. Intermodale Verkehrskonzepte, das klingt tatsächlich sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht. In Österreich ist es tatsächlich so, wenn man mit dem Faltrad in die U-Bahn einsteigt, dann wird man doch irgendwie belächelt. Umgekehrt auch, wenn man mit dem Faltrad in den Zug einsteigt, um zum Beispiel irgendwo aufs Land rauszufahren, um dort dann auch wieder das Fahrrad verwenden zu können. Man wird ebenfalls belächelt. Und die Züge sind auch gar nicht darauf ausgerichtet, Menschen mit Falträdern mitzunehmen. Ja, also ich fahre privat und beruflich natürlich ein Brompton. Das sage ich, obwohl das Velo aus Wien natürlich auch ein fantastisches Fahrrad ist. Bei mir hat das was mit dem Packmaß zu tun, genau was du sagst. Die ICE-Sitzreihenwechsel. Dazwischen gibt es so Räume, da passt, wenn die Pedale ausgeklickt wird. Ja. Natürlich wird man angeguckt, wie in den 80er Jahren Latzhosen tragende Müsliesser, von denen man sozusagen schon immer wusste, dass die Typen sozusagen sich den Hanf selber auf dem Balkon anziehen. Das ist vorbei. Also da muss man einfach auch ganz klar sagen, auch meine Tochter mit 17, ne, Boomer haben da noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ihr seht die gute Nachricht, ich bin ja auch Fahrradhändler. Und Falträder im Preissegment zwischen 3.000 bis 5.000 Euro sind krasse Statussymbole geworden. Und man kann mittlerweile im ICE extrem gute Gespräche führen. Und nicht mehr über den neuen Porsche Cayenne oder was auch immer, sondern über dieses Rad und die Größe. Gestern Abend gerade wieder bei einer Wirtschaftsprüfung in Österreich die überraschende Erkenntnis gehabt, dass diese Räder schon 40 Jahre alt sind. Also ne, das Rad ist ja insgesamt in der Überraschung etwas älter als das Auto. Man kann sich das kaum vorstellen, aber wir haben da einen leichten Vorsprung gehabt und werden auch einen guten Nachsprung haben, weil natürlich das Rad länger überleben wird als das Auto, wie wir es heute kennen. Aber das Faltrad ist natürlich, wie das Lastenrad übrigens auch, ist natürlich sozusagen noch die letzte Zuckung der Generation, die sich das einfach wirklich in einem sehr linken Bombenlegermilieu vorstellt, in dem man sehr lange Haare tragen muss oder so. Keine Ahnung, ich bin da auch immer wieder überrascht. Ich fahre, Elisabeth, um das so deutlich zu sagen, ich fahre zum Beispiel auch zu einer Vertriebsvollversammlung von Audi mit 1200 Mitarbeitern mit dem Faltrad auf die Bühne. Und es ist schon gut so, dass der Ingenieur, der Ingenieur ist schon nervös, wenn er merkt, dass man in 8 Sekunden ein volles Verkehrskonzept verfügbar hat, weil Audi liefert in deutsche Taxisysteme keine Fahrzeuge ein und ich konnte ja nun schlecht mit einem Mercedes vom Bahnhof zum Audi-Vortrag fahren. Und es wurde dann schon auch verstanden. Meine Forderung allerdings, dass Elektrofalträder sehr, sehr sauber mit Spaltmaßen, die einer deutschen Qualität entsprechend sind, in den Rückraum eines Elektrofahrzeugs eingepasst wird, das ist leider noch nicht durchgekommen. Also von daher, wir merken, intermodale Verkehrskonzepte sind an allen Ecken noch nicht ganz am Ende. Es wird kommen und ich kann nur jedem sagen, wenn Sie jemanden haben, den Sie belächeln, weil er ein Faltrad hat, nutzen Sie es einmal. Sie werden danach Phantomschmerzen haben, wenn Sie es nicht mehr bei sich haben. Also geht es mir immer, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich habe mein Fahrrad nicht dabei, dann bin ich immer ganz nervös. Ein großer Vorteil ist übrigens auch, Falträder werden nicht geklaut, weil man sie immer bei sich hat. Also deswegen bin ich total bei dir. Und die Waggondesigns, übrigens auch ein Thema, was wir sehr intensiv auch auf dem Schienengipfel diskutieren werden müssen. Natürlich können wir die Waggondesigns im Bestellersystem nicht so machen, dass man in 20 Jahren die Waggons ausgeliefert bekommt, ich sag mal, sowohl in der Digitaltechnologie als auch im Fuhrparkmanagement im intermodalen Verkehr. Das muss schneller gehen und es muss auch flexibler werden. Und wir haben im ICE 4, glaube ich, 8 Fahrradstellplätze, die bis zum Jahr 2054 vorgebucht sind. Und deswegen hilft nur noch das Faltrad. Und wie gesagt, ich kann es nur mal sagen, die kleinsten Falträder mit Elektromobilität wiegen auch mittlerweile noch um die 9 Kilo aus Carbon und sind die Statussymbole schlechthin. Ne? Ist ja auch noch besser, als den Porsche-Schlüssel auf den Tisch zu legen, ist einfach das Carbon-Faltrad unter den Tisch zu schieben. Ne? Man hat immer das Thema auf seiner Seite. Also für Männer, die das brauchen. Also so, ne? Das muss man natürlich dazu sagen, es gibt auch. Okay, also wir werden uns hier noch bei Business Circle intern abstimmen. Ich hätte auch gern so einen Teil. Ja, Hummingbird ist sozusagen der heißeste Scheißmotor auf dem Markt. Wie Brompton auch, ein Engländer, Carbon-Elektro-Faltrad 8 Kilo. Nein, aber es ist dieser Freiheitsgrad. Also wir haben ja in Deutschland eine freiheitsliebende Verkehrspolitik, der FDP. Und ich sage auch absolut, ich finde auch, Freiheit ist das, wenn man am Stau vorbeifährt. Und zwar, indem man im Notfall sogar sein Auto rechts geparkt hat und einfach dann das Faltrad rausgeholt hat. Das dauert
Elisabeth, ich würde sagen, noch so knapp 4,5 Jahre. Und es ist sozusagen dieser Müsli-Ecke raus. Wobei mittlerweile auch sehr viele Leute Müsli essen, weil sie verstanden haben, so schlecht war es auch nicht. Hat vielleicht auch so 5 bis 10 Jahre gedauert und hat sich etabliert. Hat sich auch etabliert, ja genau. Also deswegen, man darf diese linksliberalen, grünen Milieus immer belächeln. Sie hatten in der Vergangenheit auch viele richtige Punkte. Sie hatten auch manchmal absurde Punkte, aber ich als Parteiloser kann immer nur sagen, in der Verkehrswissenschaft ist das Ding seit 10 Jahren komplett geklärt. Intermodale Verkehre, also verkehrsmittelwechselnde Verkehre, sind der entscheidende Treiber in einem konzeptionellen Sinne. Faktisch findet es aber nicht statt, weil man in der Regel Verkehrsminister haben, die nicht weiblich sind. Zumindest in Deutschland hatten wir es noch nicht. Und die dann eben auch mit einer Fahrbereitschaft sozusagen gesegnet sind, die eben tatsächlich die Windschutzscheibenperspektive kennen. Und jetzt passiert aber so ein bisschen was auch durch Corona, dass die Leute eben Radreisen unternehmen und ihre eigene Fitnesserlebnis haben. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Hebel, weil tatsächlich am Ende des Tages gibt es sehr viele gute Gründe, sich selbst zu bewegen. Und im Wesentlichen ist es auch, wenn man zum Beispiel Interesse an seiner eigenen Partnerschaft hat, Scheidungsrisiken sinken, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, weil man die Frustration schon in der Pedale hat und nicht beim Partner. Deswegen muss man einfach sagen, da gibt es viele, viele Gründe. Es gibt ein schönes Buch von Mazda Adli, einem Psychotherapeuten der Charité in Berlin. Stress in the City heißt das, und das ist eine neurobiologische Urbanistik. Also da argumentiert er, wie sozusagen aus Hirnforschungsperspektiven es gut ist, die Autoaggression durch das Radfahren zu besänftigen, weil eben tatsächlich wir kognitiv mit Selbstbewegung deutlich gesünder und glücklicher durchs Leben laufen. Und was soll man sagen, Elisabeth? Das ist eben etwas wie das Fahrradfahren selbst. Man kann es nicht erklären. Man muss es ausprobieren. Und was wir eben versuchen, auch mit unserer Gesellschaft für urbane Mobilität und unserer Mobilitätsberatung, ist auch einfach Learning Journeys zu machen. Einfach die Leute intermodal und auch selbstbewegend durch Städte zu begleiten. Und danach ist es in der Regel eh gegessen. Also weil die einfach merken, wie schnell das ging, wie schön das ist, welche Ecken man der Stadt sieht, die man als Autofahrer gar nicht sehen kann, weil man ja da nicht durchfahren kann. Die Argumente dann wegfallen, dass man sagt, also ich würde ja auch gerne Radfahren, aber ich meine, ich weiß es ja als Autofahrer selber beim Rechtsabbiegen. Ich habe ja schon so viele umgefahren. Also es wäre ja viel zu gefährlich. Und dieses Argument kann man natürlich nur entkräften, indem man sehr ungefährlich freudvoll durch Städte fährt. Und das ist so ein bisschen so in diesem Suitcase-Modell auch so die letzten Dimensionen, die so, weil du auch die Frage dann gestellt hattest zu den Geschäftsmodellen, zu den Konzepten. Wir haben in diesem Thema noch das autonome Fahren. Das ist eigentlich so eines der großen Hypnose-Themen. Also ich habe sehr lange in Stanford gearbeitet und das ist sozusagen der Ursprung des amerikanischen autonomen Fahren. Wir haben das in Japan auch schon mal gehabt. Das wird nie kommen. Also das vielleicht einfach sozusagen schon mal so als eine kleine Ernüchterung für die Podcast-Zuhörerinnen. Im urbanen Verkehr wird das autonome Fahren nicht kommen. Das heißt, jeder, der einem das erzählt, hat irgendein anderes Interesse, nämlich etwas zu verhindern. Warum es nicht kommen wird, ist technologisch relativ einfach erklärt, aber sozial vielleicht noch ein bisschen einleuchtender. Wir müssen das Kinderstrafrecht verschärfen, weil natürlich vor Kitas Kinder sich einfach auf die Straße setzen, weil sie wissen, dass die Autos sie nicht überfahren werden. Weil also Kinder können sehr schnell Algorithmen verstehen, genauso wie Fernbedienungen am Fernseher. Und würden einfach die nach ihnen kommenden Kindergärtnerinnen, sind ja meistens nur Frauen leider, sozusagen einfach aufhalten, weil natürlich die Autos nicht wissen, dass 3 Autos vorne irgendwo ein Kind davor sitzt. Also das sind so große Erzählungen. In der Verkehrswissenschaft ist das Thema relativ nüchtern dorthin gelegt, wo es hingehört, nämlich in Schienenverkehre, in zum Teil auch in Platooning, in Lkw-Verkehr, in der Logistik. Es gibt auch einen Ducted Train, es gibt sozusagen Lastenräder, die autonome Anhänger haben, die dahinter fahren und so. Das gibt es alles und da kann auch noch ein bisschen was passieren. Aber im verdichteten urbanen Verkehr wird das autonome Fahren nicht kommen und hat auch ein paar ethische Themen, Cybersecurity-Themen und. Aber wie auch immer, also ich muss das nur einmal erwähnen, weil das sozusagen eine Hypnose auch der Automobilbranche ist und der IT-Branche. Und die 2 großen Themen, die sozusagen auch hypnotisch sind Sharing und Social Transport, also das ist sozusagen das Asset Case. Und da gibt es sehr viel. Also was wir sozusagen wissen ist, wir sind in Europa
autistische Fahrer, also nicht autonome Fahrer, sondern autistische Fahrer. Wir fahren am liebsten alleine. Das hat, glaube ich, auch was mit dem Musikgeschmack zu tun. Und dafür gibt es mittlerweile auch so Sharing-Apps, die sozusagen daneben auch eingesetzt werden können, indem man Musikgeschmäcker aufeinander abpasst, sodass alle Headbangen mit irgendwelchen Hardcore-Heavy-Metal oder so auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt vielleicht Klassik oder so, weiß ich nicht. Aber es gibt auch sozusagen so gewollte Kooperation, Controlling muss endlich mal mit Marketing zusammen im Auto sitzen oder so, weil sie schon in Meetings nicht richtig zusammenarbeiten. Das hat natürlich so ein bisschen während Corona auch gedreht, aber diese Fahrgemeinschaften haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Die anderen Sharing-Systeme haben keine wirtschaftlichen Erfolge. Also das ist im Carsharing so, das ist im Bikesharing so, das ist im Scootersharing so. Wir gehen davon aus, dass es auf Dauer so bleiben wird. Das heißt nicht, dass es weggeht, sondern das heißt nur, dass stationsbasierte Modelle von anderen Anbietern erfolgen werden. Und das sind nach unserer Einschätzung Wohnungsbaugesellschaften und der öffentliche Nahverkehr. Und das letzte sozusagen dieser Konzepte, nach denen du fragst, war das E-Case für Elektrifizierung. Ja, und das ist natürlich ein sehr, sehr altes Konzept. Wir wissen alle, wie Elon Musk sozusagen so aggressiv geworden ist, um Tesla zu gründen. Es lag an der Geschichte des Elektroautos, das ja schon länger zurückliegt, also ganz lange schon. Frühen Zeiten der Automobilbranche vor 100 Jahren, aber dann gab es ja nochmal ein Revival. Und dieses Revival wurde von der Automobilbranche, den Lobbyisten selber beendet, weil Elektroautos eigentlich zu wartungsarm waren, zu gut funktioniert haben und deswegen in Leasingmodellen tatsächlich das Aftermarket-Geschäft nicht richtig angeschoben haben. Und das hat Elon Musk so geärgert. Da gibt es eine sehr schöne Dokumentation auch darüber, über diesen Film, also als Film. Und dann hat er gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass irgendwie, nur weil es jetzt hier von der Zuliefererindustrie von allen lobbyiert wird, das nicht zu machen, dass wir deswegen jetzt nicht eine klimaneutralere Mobilität haben. Jetzt würde ich sagen, ist Tesla eine der kürzesten Witze für klimaneutrale Mobilität, aber nichtsdestotrotz, diese Elektrifizierung ist sozusagen sicherlich das spannungsreichste Thema, was wir jetzt haben, um diesen Klimawandel in den Griff zu kriegen. Daran glauben wir noch nicht. Das hat viele Gründe, über die können wir auch gerne mal sprechen. Aber es ist eben auch so ein bisschen hypnotisch im Sinne von, es gibt keine Alternativen dazu. Und wir wissen es ja aus dem E-Bike-Bereich auch. Als Fahrradhändler kommst du ja in die Lieferkettenproblematiken nicht bei Biobikes, also mittlerweile auch schon. Also Biobikes sind die, die man selber fährt, sondern eben tatsächlich bei E-Bikes, weil wir das Gefühl haben, wir können gar nicht mehr ohne Unterstützung fahren. Und vielleicht ist es so ein bisschen auch unsere Welt. Wir haben irgendwie das Gefühl, wir können ohne Unterstützung nichts mehr machen. Aber wir wissen mittlerweile von der ersten Generation der E-Bike-Fahrer, der Wiederaufsteiger, wie wir die nennen, das waren häufig Bewegungsvermeider, die dann über das E-Bike wieder aufs Rad gekommen sind. Die fangen jetzt beim Zweit- und Drittrad jetzt wieder an, entweder den Motor zu tunen, weil 25 halt schon sehr langsam ist, oder eben einfach direkt mit einem 35er Schnitt selbst zu fahren. Und deswegen muss man es also auch gerade beim E-Bike als so eine vielleicht auch Übergangstechnologie sehen, dass man sozusagen dann wieder einfach normal fährt. So, das war eine lange Antwort mit Suitcase für diese Konzepte, aber wir haben es eben, weil es so vielfältig ist, auch allein im urbanen Bereich. Wir haben ja noch gar nicht viel über Logistik gesprochen, aber man muss es so ein bisschen sortieren. Genau. Ein ganz großes Thema, das mich natürlich auch sehr beschäftigt, gerade wenn man in dieser Diskussion auch um Klimawende und Energiewende, letztendlich auch um Gesundheitswende steckt, sind E-Autos. Es ist nicht ganz unumstritten. Es gibt sehr viele Pluspunkte, es gibt sehr viele Minuspunkte. Was denkst du, wie werden sich Elektroautos weiterentwickeln und vor allem, wie werden sie sich durchsetzen am Markt? Nämlich weiter durchsetzen, weil sie sind ja, und wenn man sich so die Zulassungen anschaut, egal ob das jetzt in Österreich oder generell im deutschsprachigen Raum ist, also Deutschland weiß ich auch, ist weit hinter den Prognosen geblieben. Jetzt steigt aber der Druck, dass Verbrennungsmotoren nicht mehr zugelassen werden sollen ab einem gewissen Jahr 2035 oder was ich da jetzt gelesen habe. Nur, es gibt nur E-Autos und wir wissen, das ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wie wird es da weitergehen? Ja, es ist natürlich für mich eine nur therapeutisch zu beantwortende Frage, weil ich sehr lange in der deutschen Politikberatung gearbeitet habe und eben unter anderem auch in der Merkel-Administration im sogenannten Innovationsdialog der Bundeskanzlerin auch diese Nationalplattform Elektromobilität, die vor 11 Jahren ins Leben gerufen worden ist, weil natürlich in Deutschland, wir sind ja Leitindustrie und das heißt, wir selber haben sozusagen in Deutschland unser Selbstverständnis sozialen Wohlstands im Prinzip auf Vierer gestellt. Und irgendwann spürte man,
man schon, dass der Asiate dann anfängt, irgendwie mit dem Smog in den Städten nicht mehr ganz zurechtzukommen. Und da hat ja auch ein Volkswagen-Vorstandsvorsitzender, der nicht mehr da ist, die Frage gestellt, wie sich der Chinese eigentlich erlauben könnte, Importquoten für Elektroautos festzulegen, nur weil die Städte sauber werden sollen. Also da, ich glaube, an dieser Geschichte merkt man schon so, da ist irgendwie einiges durcheinander geraten. Und vor 11 Jahren wurde also diese Nationalplattform Elektromobilität gegründet gegen meinen Widerstand. Ich war der Einzige in dem Beraterkreis, der als Radfahrer dagegen war. Und Angela Merkel fragte dann noch kurz nach den Gründen und hatte dann nur diese Analogie gebracht, man müsste jetzt so bei klassischen Staubsaugern sowohl den Staubsauger als auch den Beutel sozusagen erfinden. Und es müsste einigermaßen gleichzeitig laufen. Also Stichwort Ladeinfrastruktur, die eben nicht mitgedacht worden ist und wo auch unklar ist, bis heute übrigens unklar ist, wer zahlt das eigentlich? Also warum soll der Staat eigentlich Tankstellen betreiben? Oder und so, also da sind viele verrutschte Themen, was sind öffentliche Güter, was sind private Güter, was wird von wem gewollt und so weiter. Fakt ist, wie du sagst, es war damals das Ziel ausgegeben worden, 1 Million Elektrofahrzeuge innerhalb von 10 Jahren auf die Straßen zu stellen in Deutschland. Ich habe dagegen gewettet und gesagt, wir werden 1 Million E-Bikes pro Jahr sozusagen verkaufen in Deutschland und die werden einen höheren Beitrag sozusagen leisten in der Elektrifizierung der Verkehre als die Autos. Die Wette habe ich gewonnen. Ich hatte aber so frustriert, dass ich da tatsächlich dann in Berlin-Mitte direkt neben dem Reichstag einen Fahrradladen gegründet habe, weil ich es wirklich auch nicht ertragen konnte, nur recht zu haben. Also kurzum, deine Frage nach der Zukunft. Ja, die Elektromobilität ist politisch, steuerlich und technologisch momentan die einzige Option. Aber es ist am Ende des Tages eine Option, die im Individualverkehr keine Lösung ist. Das heißt also, die Vorstellung, dass wir jetzt alle individual Elektroautos statt Dieselfahrzeugen haben, ist eine falsche Vorstellung. Und das ist leider steuerlich momentan mit Dienstwagenprivilegien und vielen Dingen in Deutschland anders, noch ein bisschen als bei euch hier in Österreich. Aber das ist noch ein Dilemma, was zwischen Klimaschutzpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Industriepolitik und so weiter dazwischen hängt. Und es traut sich eben kaum jemand zu sagen, dass das, also politisch nicht zu sagen, in den Verkehrswissenschaften sagen wir es natürlich, dass das nicht funktionieren wird. Also das heißt, man muss sich die Elektromobilität als die Mobilität in den Städten für die nächsten, na, ich würde mal sagen, 20, 30 Jahre schon vorstellen, aber eben nicht mehr in einem Individualverkehrskonzept, sondern in flottierten Mobility-Hubs, wie wir die bei unserer Mobilitätsberatung Mond nennen. Das heißt, wir beraten momentan eben Quartiere, Gesundheitsverkehrsinduzierer, also Pflegeverkehre, Bildungsverkehre und so weiter, Mobilitätsstationen einzurichten, in denen man auf Elektroautos auch zugreifen kann. Aber sie sind dann nicht mehr im Privatbesitz. Dafür gibt es relativ viele gute Gründe, eben auch Ladeinfrastruktur und so weiter. Aber so weit sind wir momentan noch nicht, weil wir diese Transformation eben auch erstmal erleben müssen. Und wenn wir jetzt sozusagen uns anschauen, wer die Wettbewerber der klassischen und eben auch stark deutschen Luxusmarken sind, dann spüren wir eben 25% Teilekomplexität im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug, machen es eben möglich, auch mal schnell ein Elektroauto selber zu erfinden. Und die Witze, die man über Tesla gemacht hat, sind ja vielfältig. Unter anderem auch, dass die Verarbeitungsqualität und die Spaltmaße nicht relevant sind. Das ist natürlich für Elon Musk vollkommen egal. Also im Silicon Valley in Stanford werde ich immer begrüßt. Ah, the German Data Protector and Blechbieger. Ja, und du weißt, okay, wir sind Data Protector and Blechbieger. Und dann weißt du, das ist deine, in der Nahrungskette bist du halt ein Blechbieger. So, die Intelligenz des Autos, die Batterie des Autos machen halt andere. Ne? So, und das heißt also, wir müssen uns sozusagen davon verabschieden, dass wir Individualverkehre mit Autos machen, die einem selbst gehören oder genießt werden. Und wir müssen uns auch ein bisschen davon verabschieden, dass man eben sozusagen glaubt, dass jeder Verkehr, den man bisher mit dem Auto gemacht hat, in Klammern in Deutschland sind es 50% unter 5 Kilometern, dass man diese mit einem solchen Auto machen muss. Weil der Ingenieur, und hier adressiere ich im Wesentlichen mal Männer, weil sie da eitel sind, der Ingenieur weiß, der Wirkungsgrad beim Auto ist wirklich, wirklich schlecht. Also wenn man irgendwie 2400 Kilogramm aktivieren muss, um einen 80 Kilogramm schweren Fahrer, kann man es meistens schwerer, aber zu bewegen, dann ist das ein sehr schlechter Wirkungsgrad, wie der Ingenieur sagt. Wenn wir in der Radbranche mit einem 6 Kilo leichten Rad 120 Kilo schwere Fahrer bewegen können, ist der Wirkungsgrad deutlich besser und der Raumverbrauch ist geringer. Und auch der ruhende Verkehr ist geringer. Und damit gibt es tatsächlich mit der Elektromobilität im Fahrzeug, im Kfz, sozusagen nur eine Prognose der Übergangsmobilitätskonzeption.
Und vielleicht noch den letzten Hinweis, weil da gesagt werden muss, in einem Land, in dem es keine Atomkraftwerke gibt, außer eins in Zwentendorf, was genau zu dem Zeitpunkt nicht eingeschaltet wurde, als es fertig war, was ich eine Legende finde. Ist es auch. Die grüne Mobilität ist nur dann grün, wenn der Strommix, um Elektroautos zu betreiben, eben tatsächlich grün ist. Und das ist er nicht. Und das wird er auf absehbare Zeit und auch durch diesen Krieg nicht sein. Und deswegen gibt es leider nur eine disruptive Technologie im Vergleich zum Elektroauto. Und das ist Selbstbewegung. Ja, das ist total disruptiv. Und dann gibt es eine schwierigere Nachricht, in der ich auch in vielen Vorträgen dann doch manchmal auch mit dem Faltrad von der Bühne gebeten werde, ist Mobilitätsvermeidung. Und darüber möchte keiner reden. Das verstehe ich auch im Grundsatz, weil es irgendwie Freiheitsbeschränkung ist. Es riecht nach Freiheitsbeschränkung. Aber Mobilitätsvermeidung wird tatsächlich einer der stärksten Hebel sein. Und das muss man sich nicht schön vorstellen, wenn man nicht 20 Kilometer im Stau steht, sondern nur 5 Minuten zur Arbeit geht oder was auch immer. Aber wir müssen insgesamt die Mobilitätsvermeidung in Angriff bekommen. Und das hat in Deutschland einen relativ klaren Hintergrund. Wir haben im Prinzip einen sektoralen Vergleich der CO2-Tonnenäquivalente sozusagen im Verkehrsbereich den einzigen Bereich, der seit 1990 gestiegen ist, währenddessen alle anderen Sektoren ihre Klimaschutzvorgaben erfüllt haben, zumindest einigermaßen auf einem guten Weg sind. Der Verkehrsbereich nicht. Und das heißt, die Effizienz auch von Verbrennungsmotoren und allem drum und dran, was man sich da an Nachhaltigkeit sozusagen zusammengedichtet hat, hat nicht kompensiert den Mobilitätsanstieg, den wir generell sozusagen als Bevölkerung erzeugt haben, also wesentlichen Pendelverkehr und dergleichen. Und diese Konstellation führt jetzt aber dazu, dass wir innerhalb von wenigen Jahren unseren CO2-Footprint im Verkehrssektor verrechtlich, nochmal in Deutschland ist es verrechtlich über das Verfassungsgericht, halbieren müssen. Und das wird technologisch alleine nicht funktionieren. Es wird auch energiepolitisch nicht funktionieren. So, und die Frage ist, müssen wir uns vorstellen, dass uns Ministerinnen sozusagen sagen, du darfst nur noch 15.000 Kilometer im Jahr dich bewegen. Überleg dir, ob du es im Urlaub machst, ob du es sozusagen zur Arbeit machst oder zum Einkaufen. Also das ist natürlich total apokalyptisch, sich vorzustellen, dass wir in unserer Bewegung eingeschränkt werden. Ich will nur damit sagen, in anderen Ländern wird es schon gemacht. Das Social Scoring-System in China vergibt sozusagen Punkte für die Art des Verkehrsverhaltens und auch für die Entfernung. Und deswegen will ich nur sagen, es sind weltweit Instrumente im brutalen Steckkasten der Verkehrswende verfügbar, über die wir, glaube ich, hier im wohligen Europa mit Autoproduktion und Wohlstandserzeugung noch gar nicht so richtig nachdenken wollen. Das sind okay, ganz schön heftige Ansätze eigentlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich umsetzbar ist. Natürlich, wenn es gesetzlich verordnet ist, ist es umsetzbar, das ist klar. Aber Aber ich bin ja Zivilgesellschaftsforscher. Du hast natürlich vollkommen recht. Also, ein Veggie Day in der Kantine einzuführen, war vor noch nicht allzu langer Zeit wirklich einer der größten Affronts für die Schnippo, also Schnitzel, Pommes und Currywurstesser in Deutschland. Jetzt hat Volkswagen die Currywurst sozusagen aus der Kantine genommen, was den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und Kanzler Schröder sozusagen zu Twitter-Tiraden geführt hat, wie eine fleischige Currywurst aus der wirklich ja nun hart arbeitenden VW-Belegschaft genommen werden kann. Deswegen, ich kann mir schon zivilgesellschaftliche Revolten vorstellen, weil ich mich in Paris ein wenig auskenne. Das heißt, die Gelbweste und das, was auch Le Pen im Wahlkampf versucht hat, ist ja genau die Aktivierung genau auf diese Frage, lassen wir uns durch Politik vorschreiben, wie wir uns zu bewegen haben. Aber natürlich nicht, ja. Also es ist sozusagen eine kantianische Aufklärungsidee, dass Bewegung, Mobilität dazu führt, dass wir uns als Menschen entwickeln können. Deswegen bringe ich diesen harten Schlag ja auch immer sozusagen gerne ins Gespräch. Ich hatte mal im Forum Alpbach eine Veranstaltung, in der euer Ex-Kanzler und jetzt interessanter Berater einer interessanten Firma, die interessante Leute in Wahlkämpfen unterstützt, in der ersten Reihe. Und neben mir stand aber Herr Matthä von der ÖBB. Und wir haben sehr intensiv über die Verkehrswende diskutiert zwischen Schiene, Mobility-Hubs an Bahnhöfen und Mikromobilitätskonzepten und hatten irgendwie einen echt guten Talk gehabt. Und danach wurde dann vor Alpbach so ein Mentimeter gestartet. Also was war eigentlich für euch so die wesentliche Erkenntnis aus diesem Gespräch zwischen diesem verrückten Professor mit dem Fahrrad auf der Bühne, hatte ich da auch, und unserem ÖBB-CEO? Und es kam raus, und zwar mit weitem Abstand, Mobilitätsvermeidung.
Und Matteo und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, das hätten wir uns nicht vorgestellt. Jetzt muss man sagen, das Forum Alpbach-Publikum ist sicherlich jetzt nicht repräsentativ, aber es hat uns selber irgendwie motiviert, dass Mobilitätsvermeidung eben möglicherweise ein kluges, auch von Menschen selbst gewolltes Ziel ist, weil es geht ja nicht darum, schöne Verkehre im Wienerwald oder am Donauwart mit zu reduzieren, sondern es geht darum, unnötige Verkehre, autistische Verkehre zu reduzieren, kluge Mobilitätskonzepte zu ermöglichen, der keine Leerfahrten entstehen, in denen Autos nicht 23 Stunden verparkt werden und Platz wegnehmen. Und also darum geht es. Also es geht nicht darum, Leuten was wegzunehmen. Und dass die gefühlte Beweglichkeit, also außerhalb des Staus, wird steigen sogar. Ja? Das ist aber so ein bisschen das Narrativ, dass wir eben im 20. Jahrhundert Wohlstandsmodellen festhalten, übrigens auch bei Inflationsratenmessungen und so weiter. Das ist noch nicht, wie auch, es ist noch nicht geübt. Ne? Wir können das Neue noch nicht denken, weil wir es noch mit den Kriterien des Alten bemessen. Eine klassische wissenschaftserkenntnistheoretische Problematik von Thomas Kuhn und anderen. Aber diese Konstellation, wir werden einen neuen Wohlstand haben, in dem wir uns mehr, gesünder selber bewegen werden, aber insgesamt weniger emissionsbasierte Mobilität haben, weil wir Mobilität vermeiden. Und eine der Instrumente, die wir mit vielen Kunden jetzt auch bei unserer Mobilitätsberatung Mond umsetzen, sind zum Beispiel Werkswohnungen. Und das ist interessant, weil so der Beginn der industriellen Revolution, in denen Städte aus Versehen massiv gewachsen sind, wofür die Städte nichts konnten, sondern die Arbeitgeber, die dort waren, auf einmal ganz viele Leute migrieren mussten und auf einmal sozusagen das Problem der Vororte entstand, weil die Städte zu stark gewachsen sind. Übrigens, der Vorort ist wie der Feminismus ein Produkt des Fahrrades. Also das heißt, der Vorort wurde erst möglich, weil es das Fahrrad gab. Genauso wie der Feminismus erst möglich wurde, als es das Fahrrad gab, weil man kein Pferd oder eben dann Auto als Frau erwerben konnte. Also das sind sozusagen die Effekte, wo im Prinzip dann die Vororte immer größer wurden und die Arbeitgeber sich überlegt haben, das funktioniert auch nicht mehr wirklich. Also machen wir Werkswohnungen. Und diese Renaissance der Werkswohnung wird wieder kommen. Und damit werden natürlich sozusagen Verkehre reduziert, weil man sich noch nicht mal um Wohnungen kümmern muss, was in Wien nicht ganz so ein Problem ist wie jetzt in Berlin, wo man sozusagen gar keine Wohnung mehr bekommt. Oder in manchen anderen verdichteten urbanen Zentren auch. Also das heißt, wir haben eine Immobilienkrise, eine Wohnkrise, eine Ungerechtigkeit in Fragen der Mietentwicklung und Teilhabe und allem drum und dran, weil wir eben nur noch in bestimmte ghettoisierte Regionen gehen können bei günstigen Mieten. Und all das wird zivilgesellschaftliche Entwicklung auslösen. Und welche jetzt schlimmer oder schlechter wird, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss vom Narrativ umstellen, dass man sagt, man möchte den Menschen ihr Zweitauto wegnehmen und sie dann auch noch verpflichten, nur an ungeraden Tagen zu fahren, also wie das ja in asiatischen Ländern ist. Oder man muss einen Parkplatz kaufen, bevor man ein Auto kauft. Also es sind ja Instrumente, die es in anderen Städten der Welt sozusagen gibt. In Singapur beispielsweise, für viele ja eine der großen Vorbilder, wo ich noch sehr zweifelnd bin, aber in Singapur beispielsweise darf es gar kein privates Auto mehr zulassen. Gar nicht mehr. Und es gibt ein Freiwilligenprogramm, wenn 50 Nachbarn ein Auto abmelden, dann wird eine Elektrobuslinie sozusagen in diese Region geschickt und es gibt sozusagen klügere Mobilitätskonzepte. Ne? Also Amsterdam nimmt jedes Jahr 10% der Parkplätze aus dem System. Frankreich ist sehr weit, jetzt Paris hat 60.000 Autostellplätze aus dem Netz genommen und macht eine neue Stadtbewaldung. Also das findet überall statt, nicht so stark in Deutschland. In Wien bin ich an manchen Stellen schon ganz beeindruckt. Da kriegt man auch viele ambivalente Rückmeldungen zu, aber ich finde, dass die Seestadt Aspern und andere schon viel, viel klüger gedacht sind, als das noch vor Jahrzehnten sich vorstellbar war. Absolut. Also Seestadt Aspern ist tatsächlich ein wirkliches Vorzeigeprojekt in Österreich, vielleicht sogar im europäischen Raum. Genau. Weil hier auch ganz, ganz viel gemeinsam gedacht wurde mit allen den damit verbundenen Schwierigkeiten, natürlich jetzt auch was Entscheidungswege betrifft und bürokratische Hürden. Das darf man auch nicht so außer Acht lassen. Aber ich denke, und da können wir jetzt ganz gut eigentlich die Brücke zu den Veranstaltungen schlagen, bei denen du bei uns bei Business Circle vortragen wirst, weil da fallen mir jetzt spontan Schienengipfel, Real Estate Circle ein, wo man hier schon einen ganz guten Bogen spannen kann, weil du hast diese Smart Hubs bei den Bahnhöfen angesprochen und das ist ja tatsächlich etwas, das sowohl die Mobilität der Schiene
als auch die Raumplanung inkludiert. Also die Leute, die für das verantwortlich sind, müssen sich an einen Tisch setzen und sagen, okay, wie können wir das denn nachhaltig denken und innovativ vor allem auch? Und was braucht es dazu? Also was bräuchte so ein Smart Hub tatsächlich, dass er akzeptiert wird, innovativ ist und auch verwendet wird? Also wie gesagt, du hast jetzt zwei ganz wichtige Themen adressiert und die würde ich auch gerne beide sozusagen kurz nochmal unterstreichen. Nämlich das, was in der Sicherheit Aspern so erfolgreich gelaufen ist, ist genau das, was du beschreibst. Es ist eine neue Form von, wir nennen das intersektorale Innovation, also das heißt zwischen marktlichen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gemeinsam gedachte und entwickelte, also kollaborativ entwickelte urbane Innovation. Und das ist für sich schon eine wirkliche Leistung. Nämlich diese Sprachspiele, die in den unterschiedlichen Foren sozusagen da sind, übereinander zu legen. Und das führt dann eben zu solchen relativ naheliegenden, aber eben bisher kaum sichtbaren Erkenntnissen, dass man die Verkehrskonzeption vor den Immobilien sozusagen denkt und nicht erst hinterher. Also wir kennen das in der Verkehrswissenschaft als Kuckuckseffekt. Du ziehst in ein Neubaugebiet, was nicht erschlossen ist durch den öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, du hast eine Doppelbelastung der Familien, sowohl beim Haus als auch noch beim Auto. Wenn du das einmal hast, dann ist es wie beim Kuckuck auch, alles andere wird im Nest vertrieben. Also das heißt, du kommst bei dem späteren Nahverkehr nicht mehr drauf, weil du ja schon das Auto hast. So, und deswegen glauben wir an solche Konzepte, wie sie in Seestadt Aspern umgesetzt worden sind. Ja, ich weiß, dass sehr viele der Eliten-Avantgarde sagen, ich würde dort niemals hinziehen. Und das ist schon sehr snobby. Also da bin ich auch kritisch, weil ich schon sage, alleine die Form des Miteinanders erschafft sozusagen dort neue nachbarschaftliche Kontexte, die man sich vielleicht eben in anderen Stadtteilen in Wien gar nicht so vorstellen kann, dass das selbst eine Qualität hat. Und ich sage mal Stichwort Alter, Stichwort intergenerative Lebenskonzepte und, und. Und da kommen viele Themen rein von Urban Farming und anderen Konzepten im Gesundheitsbereich, Pflegebereich, die eben tatsächlich ein Narrativ erzeugen, was eigentlich französisch war und dann aber asiatisch umgesetzt worden ist und jetzt wieder zurück nach Europa kommt, nämlich das der 15-Minuten-Stadt. Also sozusagen eine Stadt der kurzen Wege. Und dann komme ich zu deinem zweiten Teil. Da ist der Bahnhof, ja, sozusagen das Zentrum. Also das heißt, der Ort des Transits braucht eine Aufenthaltsqualität als Ort. Und wir begleiten das in Deutschland mit der Deutsche Bahn Smart Cities. Und der Michael Eckenweber wird auch gemeinsam mit der Judith Engel hier aus Wien sozusagen darüber mit mir in die Diskussion und auch mit den Teilnehmerinnen kommen. Wie muss eigentlich Infrastruktur klug gedacht werden, dass sie Aneignungsqualitäten erzeugen, um eine Verhaltensänderung zu erzeugen? Und das heißt eben, dass Bahnhöfe tatsächlich zu, so wie wir das jetzt zumindest nennen, Social Mobility Hubs werden. Und dieses Thema Social Mobility Hubs heißt, es sind Packstationen, Telemedizin, es sind sozusagen Retail-Situationen, Konferenzsituationen und so weiter. Alles an diesen Verkehrsknotenpunkten, inklusive auch Last-Mile-Delivery, also die Frage von Mikrodepots, Lagerflächen für klimaneutrale Zustellungen und so weiter. Und all das findet an Bahnhöfen statt. Und wenn man sozusagen sich Utrecht und andere Bahnhöfe anguckt, wie die sich sozusagen jetzt schon transformieren, dann kriegt man so eine Idee davon, dass das echt ein schöner Ort ist, was nichts mit dem Bahnhofsmilieu oder sonstigen Assoziationen zu tun hat. Die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG hat eines der ironischsten Marketingkonzepte, weil sie ja auch irgendwie nur ironisch zu ertragen ist. Aber da ist es, kommen immer so Twitter-Posts sehr gut an. Oh, es ist wieder Spargelsaison. Herzlich willkommen in unserer Unterführung. Ne? Da weiß man schon, okay, es ist, sind keine Orte, an denen man sehr gerne ist, weil man eben sozusagen den Spargel auch tatsächlich uriniert riecht. Und das ist so ein bisschen das alte sozusagen Moment des Bahnhofs. Aber der Bahnhof war auch schon früher mal, und das sieht man am Stück historischen Bahnhofsarchitekturen auch, das waren stolze Orte. Also das waren Eingangstore, das waren sozusagen Aufenthaltsorte. Und jetzt merken wir, dass eben Bahnhöfe mit Coworking Spaces und anderen intelligenten Sachen, das heißt nicht nur Handel, um es mal auch ganz nüchtern zu sagen, eventisiert werden und eben auch die intermodalen Verkehre ermöglichen. Und das finde ich toll und darüber habe ich auch Lust, darüber zu sprechen, was für Bahnhöfe eben für diese 15-Minuten-Städte für auch Anforderungen haben. Die sind ein bisschen anders als früher. Und das wird eine der großen Lösungen sein. Das heißt, so die Infrastruktur, die so ein bisschen immer, ja, das war immer so der unsexy Vorstandsbereich,
der wird, und ich hoffe, dass Judith Engel das auch richtig sozusagen gut vertreten wird und bin mir auch sicher, aber das wird super sexy werden. Und man wird stolz sein und man geht sonntags vielleicht noch zum Bahnhof, wenn man gar nicht was braucht irgendwie. Aber deswegen bin ich da auch ganz begeistert, die Schiene nicht nur als Schiene zu denken und als Klimaschutz. Wir brauchen die Schiene in den nächsten 20 Jahren wie kein anderes. Aber die Schiene endet halt irgendwo oder hat mal irgendwo einen Halt und der wird wieder ganz entscheidend. Wie viel Zeit gibst du diesem Projekt circa? Welchem Projekt genau? Bis eben der Bahnhof zu einem attraktiven Ort des Verbleibens einlädt, wie du es gerade eben beschrieben hast. So, wie ist so der Zeithorizont? Ich bin ja Gegenwartsdiagnostiker und kein Zukunftsforscher, aber das wird schon eine Zeit lang brauchen, weil es natürlich Bestandsinfrastrukturen sind, die umgebaut werden müssen. Ich würde diese Frage einfach an die beiden weitergeben, weil die machen das ja, die geben ja auch Budgets da rein. Und die Frage ist für mich tatsächlich schon eine budgetäre Frage. Ich hatte mal einen Vortrag gehalten vor Familienunternehmen, die sozusagen sagen, ja, aber dann sind Sie da mit Ihrer urbanen Mobilität, wir sind hier im ländlichen Raum, der nächste Autobahnabschluss ist schon wieder Kilometer entfernt. Und vom Bahnanschluss wollen wir gar nicht träumen. Und da entsteht dann eine interessante Frage, nämlich wer ist eigentlich verantwortlich für die Infrastrukturfinanzierung? Und es kann sein, dass große Arbeitgeber, die ein Interesse haben, uns aus der europäischen sozusagen Regulierung heraus, nämlich den Carbon Footprint zu senken für in Verkehr gebrachte Emissionen durch Pendlermobilität, tatsächlich ihre Belegschaften auf die Schiene zu setzen oder aufs Fahrrad zu setzen, was auch immer, dann sind diese Arbeitgeber aber in einer gewissen Weise co-verantwortlich in der Infrastrukturfinanzierung. Also die Frage ist tatsächlich da noch gar nicht abschließend geklärt, also aus der Theorie der öffentlichen Güter, wie wir das sozusagen aus dem Public-Finance-Bereich kennen, ist irgendwie so, ja, das ist ja staatlich. Ich habe jetzt seit 1999 meine Gastprofessur in Stanford und Stanford ist eine Universität, die sehr viele kennen, weil sie wahnsinnig digital und krass und so, aber es ist eine private Universität, die sich sozusagen einer Eisenbahnfamilie sozusagen verdankt, nämlich Stanford. Und damals waren Eisenbahnen privat. Und dann sind sie irgendwann verstaatlicht worden. Und jetzt kommen wieder private Wettbewerber. Aber ist das sozusagen die Lösung? Und deswegen zu deiner Frage des Szenarios, das hängt ein bisschen davon ab, wer übernimmt auch die Verantwortung für einen Bahnhof. Und in Wien weiß man, es wird die SPÖ machen, jetzt mal ironisch gesprochen. Aber es gibt schon noch Alternativen, Matching Funds und Kofinanzierungsüberlegungen und. Und ich glaube auch, dass die Stadtwerke und die Verkehrsgesellschaften und viele andere Multistakeholder an diesen Bahnhöfen anknüpfen. Und ich erlebe das in Deutschland so. Es gibt eine Initiative Zukunftsbahnhöfe. Ich glaube, das sind 16 Bahnhöfe. Wir haben mit der Gesellschaft für Bahn und Mobilität Bicicli und auch Mond sozusagen mal so den allerersten Prototypen in Berlin-Charlottenburg gemacht miteinander. Und wenn der Bahnhof sozusagen eine Aufenthaltsqualität bekommt, nicht nur für Drogendealer und andere, sondern wirklich sozusagen so, dass es ein Ort ist, an dem man gerne ist, weil man auch gut wegkommt und da Multipurpose, also man hat verschiedenste Geschichten, Repair-Stationen, Cafés, man hat sozusagen sogar nach 19 Uhr eine Einkaufsmöglichkeit, was ja für Österreicher eine Sensation wäre. Aber dann ist sozusagen da ein sozialer Ort entstanden. Und wir denken dieses Konzept auch für den ländlichen Raum, zusammen mit Pflegequartieren und so weiter, wo die Bushaltestelle, die Telemedizin, der Bibliotheksbus, die mobilen Dienstleister von Handwerk und so weiter dorthin fahren zu einem Social Mobility Hub, und dort sozusagen, so wie wir das vom Eiermann oder vom Bibliotheksbus in frühen Jahren kannten, einfach wieder auch im ländlichen Raum urbane Strukturen anbieten, die aber mobil sind. Ja, also die Deutsche Bahn hat beispielsweise über die Deutsche Bahn Regiobus mobile Arztpraxen in der Prüfung. Was sinnvoll ist, weil man muss nicht 500 Patienten schwierigst sozusagen aus ihren Wohnungen zur Arztpraxis fahren, wenn die Arztpraxis sozusagen ins Quartier fahren kann und dort eben mit geringeren Aufwendungen verkehrsvermeidender, sozusagen direkter auch vor Ort Leistung erbringen kann. Also das sind so Ideen, wo ich sage, da bin ich mir unsicher. Wenn man die Idee positiv erzählt, wird es vielleicht schneller sein. Wenn sie gut finanziert ist, wird es vielleicht auch schneller sein. Trotzdem, ich bin ja auch schon 50 und Pessimist ist nicht meine Hauptaufgabe, aber natürlich dauert das alles Zeit. Ne? Deswegen müssen wir über positive Beispiele in Barcelona, in Paris, auch in Wien und Berlin gibt es positive Beispiele. Beispiele. Sehr, sehr avantgardistisch ist Amsterdam, die gerade ihre neue Smart-City-Strategie verabschiedet haben. Gesunde Städte,
wenn man das liest, möchte man umziehen. Also so, das heißt sozusagen, die Eliten werden diesen Migrationsmagnetismus, wie ich das nenne, also dieses, wo wollen eigentlich die wirklich coolen Checker hin? So, also wo wollen meine Studis hin? So, ne? Und das sind ja globale Migrationen, freiwillige Migrationen, die eben wirklich nach Attraktivität von Städten sozusagen entscheiden. Und diese sind sehr eng. Wie sieht der Kita-Verkehr aus? Die Bildungsverkehre unter 6, ja, absoluter sozusagen Konfliktherd schlechthin, ja, diese SUV-Shuttles zu Kindergärten und Grundschulen. Das sind ja Nahkampfzonen, was man heute in Kriegsrhetoriken schon kaum mehr verwenden darf. Aber es sind unglückliche soziale Situationen. Warum? Weil man glaubt, man kann seine Kinder nicht über Bahnhöfe zur Schule oder zur Kita selber aktivieren lassen. Was übrigens im Ergebnis dazu führt, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kids ist, aber der Gleichgewichtssinn von unter 15-Jährigen ist der schwächste, der jemals gemessen worden ist, weil man eben auf dem Rücksitz angeschnallt, wahrscheinlich noch mit Helm bei allen vorsichtigen Eltern, im SUV eben den Gleichgewichtssinn auch gar nicht so prüfen kann. Ja, den kann man vielleicht auf einer Wii Station oder so nochmal im Computerspiel besser testen, aber nicht mehr durchs Radfahren oder Laufen. Und das müssen wir korrigieren, weil wir wissen ja alle, das kann ja nicht die Zukunft sein, fliegende Autos, autonome Elektrofahrzeuge im Individualbesitz. Das wissen wir alle, dass das nicht die Lösung ist. Nur wir müssen jetzt halt irgendwie, wie immer, als Menschheit, die kollektive Verblödung individuell überwinden, indem wir es einfach jetzt besser machen. Und es gibt keine besseren Zeiten als diese aktuellen, weil die Wake-up-Calls von Pandemien über Kriege, über Klimafolgensichtbarkeit, die waren ja schon vorher da, aber die Sichtbarkeit noch nicht. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, sein Leben zu ändern als jetzt. Ja, definitiv. Also es gibt unzählige Gründe und wir haben eigentlich die ganze Zeit schon darüber gesprochen und wir schließen den Kreis, also ich schließe den Kreis jetzt einfach wieder zum Fahrrad. Das ist einfach das, was uns beiden am nächsten ist, was das Verkehrsmittel betrifft. Und genau, und da gefällt mir eigentlich ein Zitat von dir sehr gut. Radelt, was möglich ist und wenn möglich ohne Akku. Und das finde ich wirklich wunderschön. Und ich glaube, das steht schon als Metapher eigentlich für so dieses Umdenken und für diese Mobilitätswende vielleicht sogar, die uns in den nächsten Jahren hoffentlich begegnen wird und die aber auch jeder einsehen wird. Eines noch, weil du natürlich auch nicht sehr sparsam mit Ironie umgehst, was ich zum einen sehr sympathisch finde, aber man macht sich dann manchmal doch Feinde. Bei einer deiner zukünftigen Radausfahrten besuch doch mal so einen ländlichen Bahnhof. Ja. Drum die Frage nach, wie ist so dein Zeithorizont? Also ich kann dir sagen, in dem Ort, wo ich in die S-Bahn einsteige, dieser Ort, also dieser Bahnhof lädt tatsächlich nicht zum Verweilen ein. Das ist ja ein Ort des Davonlaufens. Und ich glaube, hier muss ich wirklich noch viel, viel, viel tun. Klar, ist eine Frage der Finanzierung, aber vielleicht unsere Enkelkindergeneration kann dann davon profitieren. Ja, weil sie ja keinen Führerschein mehr macht. Also ich bin bei dir, dass ich besuche tatsächlich relativ viele Bahnhöfe. Jetzt als Teilzeit in Wiener muss ich das jetzt hier nochmal ein bisschen neu erlernen, weil ich natürlich auch ein paar neue Bahnhofsprojekte habe, die so ein bisschen sozusagen aussehen, als wären sie im 20. Jahrhundert geplant. Aber die Situation ist tatsächlich die im ländlichen Raum. Gibt es schon solche Beispiele? Also ich bin ja als hauptsächlicher Berliner im Wesentlichen in der Uckermark und in Brandenburg am Radeln. Das sind die dünnst besiedelsten Regionen Deutschlands. Da freut man sich, wenn man Ostern Eier am Strauch sieht, weil man weiß, es ist noch Vitalfunktion da, weil man sozusagen sonst einmal sozusagen durch die Dörfer fährt und denkt, da wohnt gar keiner mehr. Übrigens ein großes Phänomen auch in Italien, dass es sehr viele verlassene Dörfer gibt, die man tatsächlich wieder besiedeln kann, weil sie nicht so klimaschädlich zu reaktivieren sind, weil die Infrastruktur inklusive der Bahnhöfe da sind. Das ist gerade ein Projekt übrigens von dem wunderbaren Architekten, der eingesehen hat, dass sein Bosco Verticale in Mailand gar nicht so gut war, wie er gedacht war. Das ist dieses bewaldete Hochhaus. Müssen wir vielleicht auch nochmal beim Real Estate-Gipfel drüber sprechen, wie Green Building sozusagen vielleicht auch gar nicht so funktioniert, wie man das im Marketing sozusagen sich vorstellt. Aber kurz und klein zu den Bahnhöfen. Ich fahre durch die Uckermark und treffe auf Bushaltestellen, in denen Sofas stehen, in denen Bücherecken sozusagen eingerichtet sind,
in denen man Zettel hat mit Handynummern, wenn der Bus ausfällt, wer hat Bock, in die Stadt zu fahren und so weiter. Also es hat ein bisschen was eben tatsächlich auch damit zu tun, wie wir uns diese Orte als Bürgergesellschaft wieder aneignen und ob die Bahnen und die Betreiber auch dazu einladen, das zu machen. Und ich halte das im ländlichen Raum sogar noch für wahrscheinlicher als jetzt am Westbahnhof in Wien. Aber ich will damit nur sagen, also dieser Buchtitel bewegt euch selber, hat eben auch was mit sozialer Bewegung zu tun. Und es gibt eben im kommunalen Kontext, genauso wie auch in Organisationen von Hirschman, einem wunderbaren Theoretiker, die beiden Optionen, Exit or Voice. Exit ist, man verlässt die Stadt, man geht aus der Organisation raus, und Voice ist, man erhebt die Stimme und macht etwas. Und das erlebe ich eigentlich überall weltweit. Die Bürger holen sich ihre Städte zurück. Und es gibt einen neuen Urbanismus von unten, wie wir das nennen. Und das sind Aneignungsqualitäten, die künstlerischer Natur sind, auch viel sportlicher Natur. Also wenn wir überlegen, wie viele Sportevents wir in Massenstädten reinbringen. Also Stichwort Terrorismus und so weiter. Wir waren da eine Zeit lang mal unsicher. Aber natürlich laufen Marathons vom Laufen über Radfahren und so weiter in New York, in Boston, in Wien, in Berlin und so weiter, weil wir uns die Stadt aneignen wollen. Wir haben Nacktgrill-Wettbewerbe in Parkanlagen. Wir haben verrückteste Kissenschlachten, die institutionalisiert schon sind. Wir haben den Parking Day, der einmal im Jahr stattfindet und Parkplätze zu Parkanlagen verwandelt. Wir haben Critical Mass, also soziale, zivilgesellschaftliche Bewegungen, mit Rädern den Stadtverkehr freitags lahmzulegen. Wir haben Critical Mass, die sozusagen darauf abstellen, Kinder wieder systematischer in Verkehrskontexten zu berücksichtigen bei Sicherheitskonzeptionen. Also es gibt wirklich tollste Beispiele, wie Künstler Fußgängerwege selber malen nachts und Verkehrsschilder demontieren. Also es findet in Städten sehr viel statt, was manche vielleicht gar nicht wahrnehmen, wenn sie ihr Auto abstellen. Aber es ist eine weltweite Bewegung des Urbanismus von unten. Und die Digitalisierung und das Homeoffice werden sozusagen dazu beitragen, dass wir uns körperlich viel stärker in Städten präsent sehen wollen. Das bedeutet aber, Immobilien brauchen auch Aneignungsqualitäten. Wir haben jetzt gerade in Berlin ein Projekt in der Umsetzung, in dem es ein Bürogebäude gibt, das aber bewaldet wird. Und das ist ein Stadtwald, der auf sozusagen, anders als in Mailand, sondern wirklich über ein paar Etagen ein öffentlich begehbares Dach quasi ist, ne? In der Aufenthaltsqualitäten bestehen, in der gastronomische Angebote bestehen, um sich sozusagen seine eigene Stadt, seine Nachbarschaft wieder aneignen zu können. Und viele haben ja während Corona wirklich erlebt, wie öde die eigene Nachbarschaft ist. Also in Deutschland haben wir festgestellt, wir haben gar keine Mülleimer. Ihr habt so viel Mistkübel hier, ich könnte das gar nicht vorstellen, aber in Deutschland gab es eine überraschende Übermüllung der Parkanlagen. Und dann kommt so ein Urbanismus von unten, ich möchte eigentlich gar nicht in so einem Umfeld leben. Ja? Und deswegen ist eine gewisse Hoffnung da, aber Elisabeth, wie gesagt, ich bin kein Zukunftsforscher. Ich kann nur immer sagen, je mehr man darüber erzählt, dass man es sich schön machen kann in seiner direkten Nahwelt, ne, desto eher kommt es. Und wir kennen diesen Begriff der Nachbarschaft ich glaube, aus dem Schweizerischen. Da kommt er nämlich aus der nahen Bauernschaft. Das heißt, die Bauern, die sozusagen ihre Felder nebeneinander haben, haben aufeinander geachtet, sich ausgeholfen mit Maschinen und so weiter. Und das auch so im Sinne des Sharing Economy, solche sozusagen kiezbasierten Sharing-Systeme im Bereich Mobilität, im Bereich Werkzeug, im Bereich der Dinge, die wir nur selten brauchen, sind viel, viel ehrlicher, wenn es Nahwelten sind, als sich über eBay oder Airbnb oder irgendwelchen Digitalplattformen mit zweifelhaften Geschäftsmodellen und Datenpolitiken sozusagen irgendwas zu organisieren. Also das heißt, meine These ist, die Nachbarschaft wird wichtiger und damit auch das, was wir aus der politischen Partizipation kennen, die Bereitschaft, sich zu engagieren und etwas einzubringen. Ne? Und da setze ich schon noch ein bisschen was drauf, weil ich einfach glaube, dass das ausgehende 20. Jahrhundert mit dieser Digitalisierungshypnose und allem drum dran uns natürlich begeistert hat und auch viele tolle Elemente sozusagen hervorgebracht hat. Aber es gibt wie immer in unserer menschlichen Geschichte sozusagen ein Pendel. Und deswegen glaube ich, das, was du sagst, dass wenn du sagst, dass dich das Radfahren immer noch so motiviert, ich kenne keinen Radfahrer, der sozusagen zurück zum Auto gewechselt ist. Also wir wissen das ja, weil wir in Berlin die niedrigste Autobesitzquote von Großstädten haben.
Und wir begleiten auch Menschen dabei, ihre Autos abzumelden und eben dafür Fahrräder zu kaufen. Und wir kennen keinen einzigen, der zurückgewechselt ist. Das heißt, der kanadische Premier Trudeau hatte das in seiner Rede mal für eine Ehrendoktorverleihung aus dem Nichts heraus gesagt, die Rede ist auch bei YouTube sichtbar, the e-bike will rescue the world. Und ich dachte so, was ist denn da los? Ja, und er meinte aber sozusagen damit, dass das E-Bike als Technologie noch krasser ist als das iPhone, weil es sozusagen wirklich die Welt rettet, weil es Entfernungen bis zu 15, 20 Kilometer tatsächlich mit dem E-Bike nachweislich schneller realisiert, Stichwort Parkplatzverkehre und so weiter, als alle anderen Verkehrsmittel, auch der öffentliche Nahverkehr leider, dass sozusagen das E-Bike eben tatsächlich wahrscheinlich der Klimaretter schlechthin wird. Deswegen sage ich auch, selbst die Akkus, die alle noch nicht ganz super sauber sind und so weiter, sind tatsächlich wahrscheinlich doch ein Beitrag zur Weltenrettung. Aber da muss ich sagen, also Trudeau, als er das zu seiner Ehrendoktorwürdeverleihung, ich glaube in England war das, so rausgehauen hat, er dachte ich mir nur, naja, also es kommt auch im politischen Diskurs an. Sehr gut, sehr gut. Und das ist auch notwendig, denke ich. Ja, aber die wenigsten Politiker fahren Fahrrad. Also um so eine kleine Anekdote zu erzählen, die haben so eine Ampel. Lustigerweise heißt sie ja Ampelregierung, wobei die Verkehrspolitik sehr gelb ist, also sozusagen sehr abwartend noch, was die Neuigkeiten anbetrifft. Aber Cem Özdemir, das ist nicht der Verkehrsminister geworden, sondern der Landwirtschaftsminister geworden. Und das hat einige ein bisschen irritiert, aber so. Und Cem Özdemir lässt sein Fahrrad bei uns warten und in der Werkstatt. Und auf einmal gab es so ein Meme, sozusagen im Internet, dass Cem Özdemir seine Ministerverleihung und sein Amtseid mit Helm, ja, und dass er jetzt in den Bundestag fährt und hinter ihm steht immer sein Fahrrad, ja. Und also da wurde sozusagen, wurden so viele lustige Witze gemacht über. Wo man sich fragte, was ist daran eigentlich lustig? Der Typ ist einfach zu seiner Amtsernennung, ist er die 1,9 Kilometer vom Reichstag zum Bundespräsidenten mit dem Fahrrad gefahren. Also die Strecke fahre ich jeden Tag, von daher gesehen zu oft. Aber die ist wirklich mit dem Auto ewig lange, die kann man gar nicht fahren richtig. Ja? Und er ist nur mit dem Fahrrad gefahren und musste sich deswegen so wirklich einigen lustigen Kommentaren aussetzen. Da merkt man, der politische Diskurs ist irgendwie noch sehr ambivalent, weil sich, glaube ich, man sich nicht vorstellen könnte, gegebenenfalls sogar mit Schweißflecken vor dem Bundespräsidenten zu stehen, um seine Hand zu heben, um das Ehrenwort abzugeben. Ja? Und da kann ich nur sagen, Funktionskleidung hilft auch gegen Schweißflecken. Oder man muss beim Bundespräsidenten eben kurz vorher duschen. Ja? Aber wir werden uns daran gewöhnen. Und vieles, was uns sozusagen momentan noch ein bisschen merkwürdig ein bisschen vorkommt, wird so normal werden und wir werden es sehr, sehr, sehr lieben. Und ich spüre das bei der 50-Plus-Generation so. Jetzt kommen ja immer noch Leute in den Radladen, Elisabeth, die sagen, aha, können wir einen Rabatt haben? Das kennen wir so von früher. Und das ist der kürzeste Witz im Radladen, weil wir haben eigentlich fast keine Fahrräder, Stichwort Lieferkettenproblematiken und schlechte Globalisierung. Und wir geben natürlich keine Rabatte. Aber was ich 50-Jährigen sehr gerne anbiete, ist sozusagen im nächsten Jahr das Fahrradtrikot in der dann richtigen Größe sozusagen rauszugeben. Und das ist immer so leicht schmunzelnder Witz, aber dann sagt, naja, du wirst einfach en passant ablehnen. Und es ist tatsächlich so, jetzt kommen doch die Ersten und lösen das ein, weil sie mindestens zwei Größen abgenommen haben. Tatsächlich die Ehe glücklicher ist, wie sie sagen, ihre Frau endlich wieder happy sind, dass sie nicht so aggressiv sind und so weiter. Und deswegen, das sind alles solche positiven Effekte. Deswegen kann ich nur abschließend sagen, Isabel, für alle diejenigen, die jetzt diesen Podcast im Stau gehört haben, ja, ich weiß ja nicht, wo man eure Podcasts hört, aber es gibt ja auch Marathonläufer und bei meinen Ausführungen ist wahrscheinlich der Marathon auch die einzige Form, so einen Podcast zu ertragen, aber oder auch zeitlich hinzubekommen. Aber versucht es einfach mal. Und wenn ihr mit der Radreise in diesem Sommer anfangt, dieses Erlebnis der selbst aktivierten Fahrt erzeugt die Gefühle, die ihr aus der Kindheit habt, die sozusagen, es gibt einen Fahrradladen in London, der heißt Look Mom, No Hands. Also dieser Stolz, dass man so der Mama zeigt, dass man Fahrrad fahren kann und zwar ohne Hände. War häufig auch der letzte Satz vor dem Sturz, aber dieses Moment, dieses Stolzes, dass man das selbst geschafft hat, ja, das kenne ich sonst eigentlich nur noch aus der Bildung, wenn Studenten anfangen, selber zu denken und sagen, krass, Prof, ich habe die Nuss geknackt und zwar ganz alleine, das hast du mir gar nicht erklärt, sondern ich bin selber drauf gekommen. Und das ist so ein bisschen genau dieses Selber in unserem Buchtitel von Mada Wanda, mir bewegt euch selber. Und dieses Selber hat halt dieses Edgy-Badge, macht doch selber, aber eben auch dieses
Selbstwirksamkeitsmoment und dass man das echt alleine geschafft hat. Und wie viele Menschen einem jetzt sozusagen im Herbst wieder sagen werden, dass sie ganz alleine über die Alpen gefahren sind, bis nach Venedig. Und das ist einfach toll. Und diese Heldengeschichten muss man auch aushalten. Ja. Sehr gut. Das ist für mich jetzt ein gutes Stichwort, weil ich bewege mich jetzt auch. Ja, Elisabeth, wir gehen jetzt raus radeln. Wir gehen jetzt tatsächlich, es ist schönes Wetter. Stefan, danke für deine Ausführungen. Es macht, also wir haben uns ja das Ziel gesetzt, den Zeit-Podcast alles gesagt zu übertreffen. Ich würde noch mit 8,5 Stunden oder so. Ja. Aber Elisabeth, wir machen den dritten. Genau, wir machen den dritten, genau. Zu Gesundheit oder so, irgend so ein kleines Thema, wo man. Ja, Gesundheit. Also ich komme aus dem Bereich, da können wir durchaus ein paar Stunden reden, ja. Genau, Salutogenese ist sozusagen der Trigger, wie bei Netflix, diesem gerade kränkelnden Medienunternehmen, sozusagen für die nächste Staffel. Genau, wunderbar. Wir freuen uns auf deine Beiträge bei unseren Veranstaltungen. Das wird ganz, ganz toll werden. Ich freue mich persönlich auch schon, die ein oder andere Ausführung mit anhören zu dürfen. Und ich wiederhole mich, aber ich finde dein Zitat einfach ganz toll und ich finde das jetzt auch ganz schöne abschließende Worte. Radelt, was möglich ist und wenn möglich ohne Akku. Dabei bleiben wir einfach, oder? So bleiben wir. Also gutes Wiederaufladen. Ja. Super, vielen Dank dir, Stefan, und alles Gute. Danke dir, Elisabeth, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Ich freue mich auch und kann nur herzlich motivieren, wenn Sie dann diesen Typen mit dem Faltrad auf der Bühne sehen bei Business Circle, gerne auch danach nochmal ansprechen und auch kritisch sein, weil auch da kommt Bewegung rein, genau. Wenn wir über die Dinge diskutieren und nicht nur ideologisch so und so schon wissen, was richtig ist. Ich habe sozusagen große Sympathie als Wissenschaftler auch für Dissens und für das Arbeiten an der richtigen Lösung. Und so wie ihr es hier in Wien auch zum Teil macht, kollaborativ die konfliktären Positionen sozusagen schon frühzeitig zusammenzubinden. Dafür stehe ich auch zur Verfügung. Deswegen sage ich mal, Ideen statt Ideologie hilft in der Mobilitätswirtschaft am meisten. In diesem Sinne, Elisabeth, good ride. Und früher hätten wir gesagt, Kette rechts, aber mittlerweile haben wir ja ganz andere Antriebssysteme. Ja, also fahr so, wie du dich wohlfühlst. Ja, Kette rechts passt ganz gut, glaube ich. Alles Liebe. Danke dir. Tschüss.